Meyer Becker das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Anlass für die heutige Aktuelle Stunde sind die Geschehnisse, die uns alle wachrütteln. Die Morddrohungen gegen Politiker, die eingeschlagenen Fensterscheiben. Gerade in der letzten Nacht hat es unseren Kollegen Jan-Marco Lutschak auch noch getroffen. Die Störung von Vorlesungen, ein Meinungsterror, der keine andere Meinung zulassen kann. Das ist aber nicht nur ein Problem für die Politiker, sondern für jeden Nutzer im Netz. Jeder, der in seiner Blase mit der falschen Meinung daherkommt, muss mit Mobbing, mit Shitstorms und dergleichen leben, die auch in die reale, analoge Welt übergreifen. Ich muss sagen, das sind Ereignisse, die hätte ich mir vor wenigen Jahren noch nicht vorstellen können. Und ich weigere mich, mich daran zu gewöhnen. Meinungsfreiheit ist eines der vornehmsten Grundrechte. Es ist konstitutiv für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie. Es richtet sich eigentlich primär gegen den Staat, gegen Eingriffe des Staates. Aber wir erleben nun, dass die neuen Gefahren vor allem von anderen Menschen ausgehen, die auch noch meinen, dass sie ihre Meinungsfreiheit in Anspruch nehmen. Denen müssen wir sagen, Schmierereien an Politikerbüros, eingeschlagene Fensterscheiben, Drohung mit Gewalt, das ist nicht Meinung, sondern das ist ganz klar Straftat. Und es sind nicht nur diese Dinge, die die Meinungsfreiheit verletzen, sondern es ist schon der Shitstorm, der Hass, die Bedrohung, die Beleidigung, die die Menschen mundtot macht. Oft unter dem Deckmantel der Anonymität, das ist eine neue Form der Zensur, die sich die Gesellschaft gleichsam selber verordnet und gegen die wir entschieden antreten müssen. Mir fällt auf, dass sich dabei rechtes Lager und linkes Lager in ihren Extremen gar nicht groß voneinander unterscheiden. Man muss ja manchmal raten, ist diese Fensterscheibe jetzt von einem rechten Aktivisten oder einem linken Aktivisten zerschlagen worden? Naja, es gibt für beides Beispiele. Das führt zu einer Polarisierung, die selbst zur Bedrohung der Meinungsfreiheit wird. Und das zeigt sich schon in aktuellen Studien. Eine Allensbach-Studie hat gesagt, dass sich die Mehrheit der Menschen schon praktisch im vorauseilenden Gehorsam bei Tabuthemen oder empfundenen Tabuthemen zurückhält. Und auch eine neue Shell-Studie sagt, dass es die zweitgrößte Sorge der Jugendlichen ist im Alter bis 25, dass sie eine wachsende Feindschaft befürchten zwischen den Lagern unterschiedlicher Meinungen. Sie befürchten, dass sich hier die Gesellschaft weiter spaltet. Deshalb müssen wir überlegen, haben wir eine neue Aufgabe als Staat? Was müssen wir tun, um hier die Meinungsfreiheit zwischen den Bürgern wieder neu auszutarieren und den Schutz der Meinungsfreiheit dazu stärken? Ein wichtiger Schritt dabei war das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es gab ja anfangs viel Skepsis. Ich nehme sehr zufrieden wahr, dass sich heute die Diskussion eigentlich eher darum dreht, ob der Schutz ausreicht nach dem Attentat gegen Walter Lübcke. Nach dem Anschlag von Halle haben sich da die Parameter verschoben. Und wir haben, glaube ich, eine große Einigkeit mittlerweile, dass wir hier den Schutz verbessern müssen. Wir hatten eine Anhörung im Rechtsausschuss, wo auch das wirklich der Tenor bei der überwiegenden Zahl der Sachverständigen war. Vor allem auch die zivilgesellschaftliche Initiative Ich bin hier hat ganz klar gesagt, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz den richtigen Ansatz hat. Da erwarte ich im Übrigen auch ein Umdenken bei der FDP. Die FDP will das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja eigentlich aufheben, bis auf diesen inländischen Briefkasten, den ihr da noch weiter behalten wollt. Ich glaube, das ist zu kurz gesprungen. Da müssen wir noch mal anders drüber reden. Aus unserer Sicht gibt es verschiedene Punkte, die da verbessert werden müssen. Eine Stärkung der regulierten Selbstregulierung auf der einen Seite, aber vor allem auch eine verbesserte Zusammenarbeit der Plattformen mit der Staatsanwaltschaft. Denn wir meinen, da, wo die zuständige Stelle, wo der Staatsanwalt sagt, hier ist eine Äußerung wirklich strafwürdig, sie verwirklicht einen Straftatbestand, da darf der Deckmantel der Anonymität nicht weiter reichen. Noch eins ist mir wichtig, gerade wir als Politik haben eine Vorbildfunktion, so wie wir hier unsere Debatten führen, so schallt es auch in die Bevölkerung hinaus.
wenn wir unsere Meinungsfreiheit, unsere Redefreiheit hier dazu missbrauchen, um die Institutionen des Staates anzugreifen, um das Grundvertrauen der Bürger da rein zu erodieren, dann missbrauchen wir unsere Meinungsfreiheit. Wir müssen hier konstruktive, lösungsorientierte Debatten führen, um damit auch ein Zeichen zu setzen in die Bevölkerung hinein. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Martin Reichert für die AfD-Fraktion.